habe im Winter bewächert und im Sommer gespielt. Der Chef bin ich. Ich bin ein zufriedener Mensch. Man muss es aber auch ein bisschen zufrieden machen. Feuerwehr Mondmannsreit auf mein Kommando. Feuerwehr Mondmannsreit ab 8. Feuerwehr Mondmannsreit rechts, schaut. Feuerwehr Mondmannsreit ab 8. Super gut. Ja, servus alle, ich bin der Martin Gabriel, bin Feuerwehrkommandant der Feuerwehr Mulmersreit. Alle muss ich auch sagen, ich bin gern Kommandant und das gefällt mich. Bist du ein guter Kommandant? Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich hoffe, dass das meine Kameraden mit Ja beantworten, aber man geht natürlich davon aus. Weil ich gern mit gutem Beispiel vorangehe und ich meine Kameraden da gern ein gutes Vorbild bin. Die Feuerwehr kann man sich überall verlassen, egal wo. Ich glaube, das ist auch in der Gesellschaft, weiß das ja jeder, dass das so ist. Ja, bei der Feuerwehr heißt das, dass man für andere da ist, eine Verantwortung übernimmt, anderen Leute hilft. Und die, die vielleicht den Leben nicht so einfach haben, sage ich jetzt einmal. Und das. Ja, bei uns ist das Besondere, siehst du da im Hintergrund alle, das Feuerwehrhaus, das haben wir uns großteils mit den eigenen Händen aufgebaut. Und auch das Feuerwehrauto, was da drin steht. Und das kann man nur schaffen, wenn man zusammenhält. Und das wird bei uns im Dorf ganz groß geschrieben. Das heißt, ihr habt euch das selber gezahlt? Ja, großteils haben wir uns das selber gezahlt, ja. Ja, wie es bei uns ist, dass man nicht der Feuerwehrer ist. Und da gibt es eine kleine Sache, die. Kleine Sache, das war jetzt ein Scheiß, weil kleine Sache ist in dem Sinne. Ich fand nur mehr. Ja, bei uns heißt es nicht der Feuerwehrer sein, sondern auch für die Gesellschaft da sein, für die Mitmenschen. Und da haben wir seit längerem schon eine Sache am Laufen. Und dazu möchte ich dich bitten, dass du meinen Kollegen und Vorgänger in Herbert genauer dazu interviewst. Servus alle, ich bin der Schenking Herbert von der Feuerwehr Mulmersreit. Ja, die ursprüngliche Idee gehabt, die Kronenkorken zu sammeln, wo wir mittlerweile schon hübschen Haufen Bananen haben und momentan noch nicht wissen, was genau Geschichte damit. Aber wir haben unermüdlich weitergesammelt und hoffen, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen und dass gut ausgeht, die ganze Geschichte. Ja, aber für was habt ihr das gesammelt? Für was haben wir es gesammelt? Wir haben erfahren durch die Medien, dass man, wenn man 500 Kilo Bananen hat, dass für einen Behinderten ein Rollstuhl zur Verfügung gestellt wird, kostenlos. Ja, da haben wir einfach gesagt, wir haben freiwillig und wir haben für die Mitmenschen was über. Und haben gesagt, sammeln wir das, wenn wir zusammenhelfen, bringen wir das schnell zusammen. Ja, haben wir gesammelt. Und jetzt haben wir so eine Menge, eine Riesenmenge schon Bananen. Die sind mittlerweile schon über 10 Tonnen, das sind über 5 Millionen Stücke. 26 Kubikmeter Fassungsdings. Wir haben zum Glück einen Landwirt da in Mulmersreit, der den Platz nicht braucht, wo wir es die ganzen über 20 Jahre schon lagern. Und, aber wir wollen jetzt einfach zu einem Einkommen und für einen sozialen Zweck irgendwie was dafür kriegen, für die Kronenkorken. Grüß Gott, ich bin der Franz Lorenz aus Mulmersreit 34 und ich habe in meinen Trockkosten die Kronenkorken deponiert und und Hauptaktionär ist die Feuerwehr. Nicht ich, ich habe es nicht gelagert und deponiert. Und der Platz ist jetzt eh ausgelastet, das hängen wir mal. Weil oben gefreut mich auch nicht.
Irgendwann ist einmal Schluss auch. Ja, und das war alles hat der Anfang und der Ende. Weil ich habe nichts davon, dass da oben, obwohl es halber alt ist, da. Zeig einmal her. So. Dann kommen sie mit. Und da ist der Drahtkasten, da haben die Klonenkorken deponiert. Ja, da ist jetzt mein Lager, da habe ich die Klonenkorken deponiert. Das sind ungefähr 10,5 Tonnen und umgerechnet 5 Millionen Stück und ungefähr zwischen 25 und 26 Kubikmeter im Raum. Aber ich habe nichts davon. Weil ich habe es nicht nur deponiert und verwalten nur das Pfeiwehr. Was möchtest denn du, was damit geschehen soll? Ja, dass man es irgendwie ordentlich für einen guten Zweck, für einen Behinderten, der eine Spende kriegt. Irgendwie von einem gewissen Sponsor. Und den haben wir noch nicht. Ja, ich wünsche mir, dass das für einen guten Zweck verwendet wird und dass wir einen Sponsor finden, der was auslöst. Wenn das vorbei ist, beginnst du dann wieder mit einer neuen Spendenaktion? Nein, ich nicht. Nein, das dürfte da in der Alter irgendwo hält sich das auf. Hast du genug von? Ja, ja, genug. Die ganze Zeit. Also da war ich in Stress gehabt damit. Ja, das Lagern sollte jetzt ein Ende nehmen, haben wir gesagt, dass wir mal zu einem Ziel kommen. Einfach für einen sozialen Zweck, wenn uns Firmen irgendwo sponsern. Das war unser Ziel. Wir haben wirklich alle zusammengeholfen und da wollen wir, dass man eine kleine Belohnung dafür hat. Was ich mir für die Zukunft wünsche, dass weiterhin also zusammengeholfen wird und dann, glaube ich, kann nichts schief gehen.